Ja, welche Familien gibt es denn noch mit R? Ihr dürft gerne einmal alle auf Etikette würfeln. Ist natürlich dann um die Kulturkunde oder so etwas modifiziert, falls ihr nicht aus dem Mittelreich kommt. Also, aber nicht Kulturkunde Nordlande, oder? Nee, Mittelreich. Dapazien ist Mittelreich. Und die Rabenmund sitzen in Dapazien. Also doch, Rabenmund. Es geht jetzt vor allem darum, dass Graf Barnhelm von Rabenmund da ist. Das ist natürlich auch einer aus der großen Familie von Rabenmund. Der ist anwesend, aber der beginnt natürlich nicht mit A. Und was mit dem Verwandten Answin dem Jüngeren passiert ist oder so, also der ist zumindest nicht anwesend. Von dem habt ihr auch so nicht so viel gehört. Barnhelm ist hier auf dem Turnier, der reitet auch. Und Abelmir weiß, dass er in schweren Waffen und in der Buhurd antritt. Nun, dieser Barnhelm scheint hier auch am Turnier teilzunehmen. Wir können ihn ja mal fragen, was sein. Wie war der Jüngere mit ihm verwandt? Ich glaube, das ist sein Sohn. Vielleicht weiß er ja was darüber. Wer herrscht jetzt über Dapazien? Wisst ihr das? Nun. Das Königreich wurde aufgelöst, richtig? Meint ihr Fürstin Ermegunde? Das wäre möglich. Gibt es noch andere Adelsfamilien mit R? Im niederen Adel Hunderte. Nun, ich Warum sollte vermute. irgendein Niederadliger Abel mir einen Brief schreiben? Warum sollte ein Hochadliger Abel mir einen Brief schreiben? Vor allem mich erstaunt dieser Satz: Der Feind meines Feindes ist unser Freund. Vielleicht alte Bekanntschaften aus der alten Stadt, wo wir herkommen. Leute, die glauben, dass ihr hier seid und auf dem alten Turnier wart und in Wirklichkeit für die Schwarzlande irgendwie seid. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Galotte allen sehr klar gemacht hat, auf wessen Seite wir stehen. Schließlich war unser Abtritt nicht unbedingt sehr subtil. Und ja, ich fürchte, das wird sich erst in der Zeit zeigen. Was passiert. Er schreibt ja, er will mich hier treffen, irgendwann. Dann werden wir mehr wissen, hoffentlich. Vielleicht ist auch Arne Linde von Riesgrund, die zwei Straßen weiter lebt und einfach ein Auge auf euch geworfen hat. Ja, vielleicht ist es eine eurer verflossenen Liebschaften. Frag mal Prutzens, ob sie irgendwelche netten Verwandten hat. Nun, das wäre möglich, aber unwahrscheinlich. Aber ich werde die gute Frau Prutz fragen, ob Briefe eingetroffen sind. Meine Korrespondenz werde ich der letzten Tage werde ich auch einmal durchsehen müssen. Nun, seid ihr wieder bereit für den nächsten Gang? Bereit, wie ich sein würde. Touch mal irgendwie an der Stelle, wo da die Lanze zersplittert ist. Und? Tut Au. das noch weh? Ein bisschen. Hört auf damit. Helft Gut. mir, die beiden meinen Ketten nimmt. Ah, gerne. Oh, der Hauptmann wird mich sowas von zur Schnecke machen. Das Ding sieht nicht mehr gut aus. Seid ihr jetzt eigentlich der offizielle Antretende für die Bannstrahler oder tretet ihr jetzt hier in privater Funktion an? Das habe ich noch gar nicht Ich stehe im erfahren. Dienste des Bannstrahlordens und im Dienste des Bannstrahlordens sind wir alle vom Herrn Paios gleich. Entsprechend reite ich auch mit seinem Wappen. Ah. Wäre mir habe das ich nicht aber gut, wenn ihr davon. verliert. Nehme ich an. Vor allen Dingen in der ersten Runde. Warum? Es gibt doch gar kein Verlieren, dachte ich, weil so etwas dachte, es ist immer ehrenhaft, hier mitzumachen. Und Rondra lehrt uns, dass das ehrenhafte Antreten schon der größte Teil der Ehre ist. Ob man Ja. gewinnt oder verliert, ist am Ende nur noch ein Gunstbeweis ihrerseits. Wir haben in verschiedenen Arenen gekämpft, sehe ich. Und nicht Aber jeder kann ja. das Glück haben, in solch zivilisierten Landen zu leben wie wir. Meine Herren, auf geht's. Wo sind eigentlich meine verfluchten Knappen hin? Die Die sind sitzen im draußen. Vorraum. Die müssen sich das hier nicht ansehen. Ja, wenn ihr in den Vorraum des Haus der Heilung tretet, könnt ihr sehen, wie sich die wohl beide nackt ausgezogen haben und in den Bassins sitzen, die eigentlich für die Heilung gedacht sind und da gerade planschen. Beide nackt. Ist das das Umgehen eines turbischen Knappen, während sein Ritter auf dem Krankenbett liegt? Was? Ihr lebt wieder? Natürlich lebe ich. Ich habe schon größere Dinge versucht umzubringen. Ich glaube nicht, aber sind wir jetzt Knappen? Wir waren uns da nicht ganz so sicher.
Wir haben immer geglaubt, wenn ein Page einen Ritter überlebt, dann wird er zum Knappen befördert. Weil der Knappe wird dann zum Ritter und dann braucht er neue Knappen. Knappe wird zum Ritter, wenn sein Ritter oder Ronra der Meinung sind, er wird zum Ritter und keinen Tag vorher. Ist Ronra der Meinung? Kannst du ein Schwert gerade halten? Müsst ihr mir mal eins geben. Gib ihm ein Schwert. Also das ist das lange. Ja, er hält's mit zwei Händen. Pass auf, nicht so, die Spitze ein wenig, die Hand ein bisschen nach oben, um Himmels Willen. Du brauchst noch. Naja, aber es ist doch ein anderthalb Händer, oder nicht? Dann kann ich eine oder zwei nehmen. Kann ich mir aussuchen. Schüttel mit dem Kopf, der tschätschelt ihn ein bisschen auf die Schulter. Pass auf, ich bring dir erstmal bei, wie man vernünftig auf ein Pferd aufsteigt. Komm mit. Ja, Moment, ich muss mich erstmal wieder anziehen. Völlig splitterfasernackt, wie er ist, kommt er dann, zieht er sich erstmal wieder seine Sachen an. Dorland tut es ihm natürlich gleich und ziemlich nass dreht sie dann wieder zurück auf den Hof. Vor euch könnt ihr die vielen Dutzenden von Zelten erkennen, heraldische Farben, überall ist das Wiesenareal bedeckt mit dem schlammigen Erdboden. Überall im Wind flattern gemeinschaftlich die Zeltbanner im Wind, die Fahnen hängen teilweise auch schlaff herab, je nachdem wie hoch sie hängen, je nachdem wie der Wind gerade ist. Weitere Flöcke, die in den Boden getrieben werden, Fässer, die gerollt werden, Waffenständer, die aufgestellt werden und Ritter gegürtet. Ständig üben Leute in dem Nahkampf am Haukerl oder in verschiedenen Trainingskämpfen. Einige Reiter proben auch hier mit dem flinken Pferdocker oder mit einer Drehfigur für den Lanzenangriff, wenn dann hier Platz ist. Machen sich so ein bisschen warm. Es kommt hier also nicht zur Ruhe. Im Zentrum dieses Zeltplatzes befindet sich ein großes Lagerfeuer mit einem Festzelt und Ausschank für das gute Pferdocker, natürlich auch für andere Bierarten. Am zentralen Ort gibt es dann ja auch noch weitere Turnierabgesandte vom Marschall, die dann noch mit Wappen oder so weitere Anmeldungen annehmen für noch nicht vergangene Disziplin. Da könnte man sich also noch weiter anmelden. Und du darfst jetzt quasi weitere Teilnehmer fordern. Das heißt, du trittst dann mit deinem Schwert heran an die verschiedenen Wappen und könntest dann eben nochmal drauf zeigen, gegen wen du selber nochmal kämpfen möchtest. Und wer steht denn da so zur Auswahl? Das kommt natürlich darauf an, gegen was für einen erfahrenen Ritter du kämpfen möchtest. Also ob der sehr erfahren sein soll oder herausragend. Also Namen, die da wären: Raul von Bärenfahren, Raul von Corning, Rondirei von Schwertleite, Rudegrim von Streitzig, Tankred von Asberg, Taradir Bügelhoben, Ugo der Blutige von Mühling. Also der Namensliste hört hier gar nicht auf. Hatte Breuer mit? Nein. Komm, zögern wir was nicht mehr raus, ich suche mir einen schwarzen Ritter raus. Du willst den schwarzen Ritter fordern? Ich will den schwarzen Ritter fordern. Ich muss den schwarzen Ritter fordern. Ich brauche mir jetzt nicht irgendeinen einfachen Sieg einsammeln, wenn er mich danach sowieso vom Pferd holt. Dann tippst du auf das Wappen des schwarzen Ritters. Ja, selber er hatte natürlich gefordert, aber er wurde noch nicht gefordert. Ja, einige stehen noch davor, diskutieren. Kannst dann wohl auch sehen, wie... ich muss gerade schauen. Marschall Ludal von Wertling steht da wohl auch. Er will ihn wohl auch fordern, allerdings nachher später in den schweren Waffen und auch im Wagenrennen möchte er ihn fordern. Beim Landsgang tritt er selber nicht an. Oberst Alrik vom Blautern und vom Berg ist wohl nicht anwesend. Er hätte Josten wollen, aber sein Schild wird abgenommen. Hagrobald ist noch nicht wieder zurück. Der hat wohl auch gerade noch gegen Qualigan geritten und ja, verschiedene Leute, die jetzt eben drumherum stehen. Du tippst den Schild des schwarzen Ritters an und das wird notiert. Was tun die anderen? Daneben stehen? Woher? Brauchtet ihr nicht jetzt zwei leichte Siege, um durch die Runde zu kommen und dann könnt ihr in der nächsten Runde beim Thorsten fordern? Ich will keine leichten Siege. Wir zeigen, woraus wir gemacht sind. Das kann ich in dieser Runde oder in der nächsten. Aber warum ist Falco länger herauszögern, nur um ein paar Punkte zu sammeln? Naja, weil wir doch das Ansehen brauchen für die Feier. Der Groß,
der große Plan sollte doch nicht durcheinander kommen, nur weil ein schwarzer Ritter hier rumrennt. Also das bevor oder nachdem ich ihn herausfordere? Jetzt, also eigentlich nachdem du ihn herausgefordert hast. Dann ist nichts mehr zu machen. Ja, guck mal auf deine Klugheit. Ey, 11. Also Chor lächelt auf die Mutigen. Mir gefällt ja, das. Dann müsst ihr einfach gewinnen, um sozusagen alles wieder sozusagen... Ich glaube, es bringt uns mehr Ansehen. Ja, zumindest, wenn ich mich zumindest gut gegen den schwarzen Ritter schlage, als es wie der Rest von dem Sauerhaufen da mache und mich drum herum drücke, in der Hoffnung, dass irgendjemand anders ihn schon annimmt. Ich dann stimme euch zu, aber das ist eine ziemliche Schnapsidee, mit so einem halb kaputten Kettenhemd anzutreten. Eins dieser Glieder, das muss da nur in eure Brust reingetrieben werden, schon habt ihr eine punktierte Lunge. Braucht keiner. Was soll Punkt. Ich machen? Punkt was? Kann ich mehr atmen? Sowas. Achso. Und was schlagt ihr stattdessen vor? Kettenhemd ausleihen oder ein Ersatzkettenhemd anziehen. Eine schwere Rüstung wäre auch hilfreich. Vielleicht eine noch schwerere Rüstung, wie ihr sie früher getragen habt. Und es wäre der Ordenstracht wohl kaum angemessen, wenn ich in einer Plattenrüstung auftreten würde, nicht wahr? Trägt ihr für den Orden an oder für euch? Ja, könnt ihr nicht eventuell seinen Überwurf drüber ziehen, über die Plattenrüstung hier, der ganz eindeutig zeigt, dass ihr Bandstrahler seid, auch wenn ihr diesmal nicht im Kettenhemd antretet? Also Chor würde es bestimmt gefallen, wenn ihr ohne Rüstung antretet. Blut für Blut. Wir sind nicht hier, um zu bluten, wir sind hier, um zu gewinnen. Während ihr noch vor dem Schild steht, beziehungsweise vor der Anmeldung, tritt eine Rondrach-Kulutin auf euch zu. Verzeiht, ihr müsst der Werte der Hohe Herr Jalan Greifenmund sein, oder? In der Tat, euer Ehren, wie kann ich euch helfen? Nicht euer Ehren, ich bin nur eine einfache Akkulutin. Ich wollte euch nur fragen, ob ihr schon ein Minnefräulein habt. In der Tat nicht. Ein was? Wollt ihr denn... Oh, ein Minnefräulein. Jeder Turnierteilnehmer soll ein Minnefräulein auswählen. Zur Not auch die Rondra... Die Göttin Rondra selbst oder auch einen anderen Gott, aber er kann eben auch von einer Auserkorenen erwählt werden. Das wurde am Anfang nicht gesagt, dass man das tun soll. Das muss man wohl auch nicht sagen, wenn man die Bräuche des Landes kennt. Immer zuckt die Schultern, scheint ihn nicht zu interessieren. Also würdet ihr mir die Gunst erweisen oder habt ihr eine andere im Blick? Sie deutet, sie schaut so ein bisschen zu Isarun. Schüttel langsam mit dem Kopf. Nein, zu diesem Zeitpunkt nicht. Ich fürchte allerdings, ich werde auch nicht mehr gar so lange in dieser Disziplin verweilen, wenn es gleich weitergeht. Naja, aber ihr bleibt doch dem Turnier erhalten, oder nicht? Hoffen wir es mal. Meine Kameraden scheinen anderer Ansicht zu sein. Nun ja, ihr nehmt ja nicht nur an einer Disziplin teil, nicht wahr? Mhm. Und diese Dame will euch ihre Aufmerksamkeit schenken. Und als höflicher Ritter sollt ihr diese annehmen. Ja, also es ist, falls ihr die Gebräuche aus der Mittelreich nicht kennt, weil ihr aus Tobrien kommt, es handelt sich dabei einfach um ziemliche Gespräche unter den wachsamen Augen von Zofen und Hofdienern. Mehr ist ich weiß. Und vielleicht ein Lied oder so etwas. Verzeiht, ich bin noch ein wenig geschwächt vom letzten Ritt. Und dann will ich doch euer Tuch gerne annehmen. Wie ist euer Name übrigens, schöne Frau? Leonida Bogenhold von Sirenstein. Jalan, ich habe da noch eine Idee. Wollt ihr mir Geld geben und ich kaufe davon so viele Heiltränke, wie ich kriegen kann? Naja, falls das mit dem schwarzen Ritter, falls ihr euch irgendwie böse trifft, dann könnt ihr auch zwischen einem und anderen Lanzengang euch einen Heiltrank nehmen, oder ist das verboten? Ich prüfe mal Arroganz. Ich denke doch eher, dass wir mit dem, was wir haben, zurechtkommen werden. Nicht wahr, Magistra? Na gut, wenn ihr mit euren Heiltränken, die ihr habt, zurechtkommt. Ausgerüstet bin ich für die Türste, ja. Gut. Wo waren wir richtig? Bei Herren von Sirenstein möchte ich euer Tuch doch gerne annehmen. Ich fühle mich sehr geehrt, danke. Dann freue ich mich auf heute Abend.
einen eigenen Kopf. Ebenso. Wenn ihr mich entschuldigen möchtet, ich muss mich um meine Rüstung kümmern. Ja, du möchtest jetzt deine Rüstung wieder versuchen lassen zu flicken? Weißt du was? Nee. Immer hat recht. Ich gehe zu Brutzens in die Dachkammer und hol meine Plattenrüstung einmal. Der Theriak, der lacht dich bestimmt an, wenn du ihn in der Kapriste siehst neben deiner Rüstung. Das Problem, ich gucke gerade, wo das steht. Das Problem ist, dass du zwischen den einzelnen Kämpfen 2W6 plus 2 Spielrunden Zeit hast, um deine Wunden zu behandeln. Das kannst du mir jetzt einmal auswürfeln und danach entscheide ich, ob du noch Zeit hast, da überhaupt hinrennen zu können. Okay. 9. 7 sind 9 Spielrunden mal 5. Da die Anwendung an das hat. 45 Minuten. Wie lange hat die Behandlung gedauert? Wir sind ja hingegangen, haben halt dran gekippt und sind wieder rausgekippt. Ja, aber du bist ja noch eine Zeit lang bewusstlos gewesen, die haben dich ja sozusagen erstmal grundbehandelt. Das ist ja die Frage, wie lange das gedauert hat, weil den Rest haben wir ausgespielt. Also wenn du jetzt in 15 Minuten zu Putz kommst und zurück, dann wäre das möglich. Pferd? Ja, du musst aber noch die Rüstung anlegen. Du kannst nicht mit dem Pferd durch eine volle Gareter Stadt laufen. Kann man schon. Das muss ich gut. Also ja nicht das erste Mal. Dann kommt der Gerstenkorn wieder und sagt, na, Vordringler, so nicht. Der Band strahlt dich runter. 15 Minuten. Willst du dafür irgendeine Probe haben, oder? Ich möchte wissen, wie du durch diese Stadt kommst. Das ist keine Probe. Ja. Gareth ist voll. Entweder ja Gassenwissen. Dann gib mir mal eine Gassenwissen plus 10, damit du die richtigen Gassen findest, um da durchzukommen. Ich dachte mit dem Pferd. Soll ich mal anders. Mit dem Pferd geht's sogar noch langsamer. Soll ich versuchen zu führen, hoher Herr, dass wir das ganz schnell schaffen? Nein, warum läufst du nicht zusammen mit irgendjemandem los? Nimm mir einen Knappen mit. Und holst sie mir. Kann ich sie zumindest zwischen dem ersten und dem zweiten Lanzengang anlegen. Gut. Rafim, kommt mit. Ja, warte, ja, komme. Ja, dann versucht immer natürlich jetzt da durchzurennen. Und ich denke aber, diesmal ist die richtige spezielle Ortseinschätzung schon, um sozusagen die Ort richtig einzuschätzen, um richtig abzubiegen, oder? Wie genau ist denn Ortseinschätzung definiert? Ja, eigentlich natürlich, um zu sagen, ich bin jetzt zum ersten Mal, wo finde ich denn, ist sozusagen die richtige Frage für Ortseinschätzung. Wo finde ich den Schwarzmarkt, wo finde ich jetzt hier den Tempel? Also die Spezialisierung, die ich zählen lassen würde, wäre Häuserlauf. Und die hast du nicht. Gibt es die denn offiziell oder ist das eine selbsterdachte, die man gar nicht hätte vorher abgesetzt? Häuserlauf aus der Garebox. Gut, die habe ich natürlich nicht. Gut, dann zählt die Spezialisierung nicht. Ist in Ordnung. Dann versuchen wir es einfach so. Vielleicht haben wir sogar eine Minute oder zwei gespart dadurch, weil ja sozusagen Jalan sozusagen am Turnier schon Vorbereitung treffen kann, die er vorher hätte nicht treffen können derzeit, wo ich die Rüstung hole, mit Rafim zusammen. Gassenwissen plus 10. Und wenn Rafim mitwürfeln will, dann ist das natürlich auch nochmal eine plus 10 und die... Ich lasse den Wurf so stehen, ich habe alles versucht. Also ich kann auch gerne mal reinwürfeln, ich bin ja nicht zu schade. Ja, unterstützt mich. Warte mal, Gassenwissen war... Junge, lass das, Rafim, du machst es nur schlimmer. Ruhig. Warte. Der große Rafi mit seinen starken Armen wird mir jetzt helfen. Durch die volle Straße, ja, da, ich sehe es schon, das Haus. Rafim und Ömer laufen durch Gareth. Sind weg. Ja, nach ungefähr 20 Minuten, nachdem du ihn dann gefordert hast, tritt dann auch der schwarze Ritter auf dich zu. Ohne seinen Helm abzunehmen und es zu öffnen, nickt er dir einfach nur zu und steigt dann... auf sein Pferd. Er macht das ziemlich behende, trotz der schweren Rüstung. Neben ihm kannst du dann noch die beiden riesigen Knappen erkennen. Schwarze Knappen, ungefähr auf Trollzacker Größe sind sie wohl. Ebenso schwarze Rüstung, das ist aber kein Endurium. Und reichen ihm dann einhändig diese Lanze nach oben, also als ob sie einfach nichts wiegen würde. Ich schaue nochmal zu meinen Kameraden runter. Wo bleiben die denn? Ich fürchte, ihr müsstet so reiten. Und dann müssen wir so aus. Wird kein Weg dran vorbei. Hab vielleicht lieber die Heiltränke parat. Muss auf jeden Fall der Fall. Selbstverständlich. Rechte mit schmutzigen Tricks. Ich glaube nicht, dass dieser Ritter 4 kämpft. Deckt euer Herz gehend ab.
Ich lasse mir dann von meinem Knappen die Lanze angeben. Dann reite ich einmal vor der Tribüne lang. Und wo ist denn die Akolutin? Die Akolutin wirst du auch irgendwo finden. Die sitzt dann auf der Tribüne und ja, natürlich nicht ganz zentral. Sie ist eine einfache Akolutin. Neben ihr kannst du auch keinen Rondra-Geweihten oder so etwas erkennen. Hm, ja. Wirst du aber finden. Und dann reite ich vor Leonie dahin und senke die Lanze über die Tribüne. Ja, sie freut sich. Bändchen, und dass sie da ihr Bändchen dran binden kann. Ja, sie freut sich und bindet dann auch das kleine Bändchen, was sie hat. Natürlich in Rot, mit einem weißen Löwen darauf an die Lanze. Rondra mit euch. Und Praios. Damit hebe ich die Lanze wieder. Ich gehe einmal zu und nach einer Runde nochmal um die ganze Tribüne, bis ich dann wieder da bin, wo ich aufgehört habe. War ich angefangen. Kann's wohl losgehen. Gut. Währenddessen laufen Rafim und Ömer durch die Gassen. Ihr hattet eigentlich gar nicht so viele Probleme, das Haus der Witwe Brutz zu finden, aber wenn ihr dann hinter euch eine der Glocken hört, die wohl von der irgendeiner Praios-Kapelle oder Kirche hier kommen, ja, wann solltet ihr wieder da sein? Ihr hetzt nach oben, könnt dann, nachdem ihr lange gesucht habt, könnt ihr dann hier in einer verstaubten Kiste, die Abel mir da irgendwann vor einem Jahr mal hingestellt hat, könnt ihr dann die ganzen Habseligkeiten finden. 5 Flaschen mit diesem Teriak, zumindest Ömer sind die noch bekannt. Hat er selber mal gesehen, wie die auf diesem Platz getrunken worden sind. Das, die alte Rüstung, auch das alles wird dann an sich genommen. Noch ein paar verschiedene andere. Du siehst noch diesen Kristall. Dieser rote Kristall, das ist wohl dieses magische Artefakt, was sich Jalan besorgt hat. Was sollen wir jetzt alles mitnehmen, Ömer? Was sollen wir mitnehmen? Nehmen wir einfach mal den ganzen Scheiß mit hier. Die ganze Kiste? Ja, alles, was wir irgendwie kriegen können. Die ganze Kiste. Kann man die Kiste tragen? Ich weiß nicht, ich schaffe das. Die ist ziemlich schwer, aber mit einer Körperbeherrschung plus 7 würde ich es dir zulassen, dass du sie dann vor dir hertragen kannst, eng gedrückt an den Körper. Ja, das wird, glaube ich, nichts. Wir müssen gut, das Gewicht reduzieren. Pass auf, du nimmst die Rüstungsteile und Körperbeherrschung plus 7 kriegst du nicht hin? Nicht mit Rüstung an. Warum hast du denn eine Rüstung an? Ich habe immer eine Rüstung an. Das ist aber nicht gut. Wer ist nicht in der Rüstungsteile und ich schnapp mir hier diese Heiltränke von ihm. Ich schnapp mir hier die Heiltränke von ihm. Ich schnapp mir einfach nur die Rüstung. Ja. Ömer schnappt sich die Heiltränke und vielleicht noch irgendwie sowas wie Armschienen und so und stopft die dann in seinen Rucksack. Gut. Rucksack gefüllt, pickepacke voll, könnt ihr dann nochmal versuchen zurückzulaufen. In einer der vielen Gassen könnt ihr dann bemerken, dass da wohl 3, 4 Leute stehen, die da wohl irgendwie gerade verhandeln und sich irgendwas austauschen. Und haltet dann so ungefähr 10 Schritt vor ihnen an. Die Gasse ist ein bisschen größer, ein bisschen länger. Könnt ihr jetzt natürlich umdrehen, aber sie haben euch entdeckt und kommen jetzt auf euch zu. Oh, unser Gebiet. Was tut ihr hier? Habt ihr uns belauscht? Nein, wir wollen doch zum Turnier. Das gehört jetzt zu den Tobrian oder zu der alten Gilde. Was? Ich aus wie ein Tobrier. Würde ich aber mal nicht meinen, du. Ich bin Tolamide. Ich komme aus dem tolamidischen Raum. Kommt weiter auf euch zu. Was habt ihr dann im Rucksack? Die Rüstung für unseren Ritter. Meine Rüstung? Du siehst nicht aus, als ob du ein Knappe wärst. Du siehst nicht so aus, als wärst du die Standwache. Ich bin ja auch nur der Page. Dann zeig mir doch mal, leg mal ab vor mir. Dafür haben wir jetzt keine Zeit. Das geht leider nicht. Also das scheint ein Raubzug zu werden. Ich finde das ja grundsätzlich gar nicht so schlimm, aber leider sind wir etwas in Eile. Ja, dann brauchen wir aber Wegzoll. Immerhin ist das unsere Gasse. Ja. Kann euer reicher Retter ja sicherlich bezahlen, oder? Das weiß ich nicht. Kommt drauf an, was der Wegzoll denn so ist. Pass auf, Mann, der ist groß. Der ist auch eine Basaltfaust, aber wir wollen eigentlich keinen Kampf. Das ist dauert halt zu lange. Meine Fresse, jetzt verpisst euch! Ist das denn so schwierig? Überreden, einschüchtern. Ja. Wofür habe ich das denn?
Ja, nochmal. Warte mal, ist meine. Nee, meine Spezialisierung ist nicht eingetragen. Wäre dann nochmal plus 2. Das ist dann ja. Nur 3 Punkte übrig. Da schauen wir mal, ob sie sich davon beeindrucken lassen. Nee. Ja, aber ich habe doch viel besser gewürfelt. Warum habe ich denn nur einen über? Du hast eine plus 7 eingetragen, warum auch immer. Ach so. Ach, sorry. Dann hast du 8 plus 2 sind 10. Ja. Ah, dann weichen sie ein bisschen zurück. Du kannst über dir so ein bisschen Scharren hören. Da brechen wohl gerade irgendwelche Dachziegel runter und einer klatscht dann so ungefähr 1 Meter vor dir auf den Boden. Also irgendwo über dir sind wohl auch noch weitere Leute, die da rumsitzen. Meine Fresse, ich habe jetzt echt keine Zeit dafür. Verpisst euch einfach. Ist das denn so schwierig? Meine Güte, ey. Diese beschissene Stadt. Ich will jetzt einfach den ersten umstoßen. Warte. Er hebt die Hände, versucht so ein bisschen, kannst natürlich versuchen anzugreifen. Würde aber gerne erstmal die Hände hochreißen. Willst du bei uns mitmachen, kannst du noch hören. Und dann kann das erst. Ach, du sollst die Schnauze halten und Land gewinnen! Meine Fresse, ey. In Al-Anfa, da wissen Leute wenigstens noch Respekt hier. Das ist schrecklich, dieser Stadt. Ja, möchtest du zuschlagen? Nö, wenn er sich verpisst, dann ist mir das recht. Ey, er springt erstmal einen halben Schritt zur Seite. Du bist ein großer Mann. Ey, wir zahlen dir sicherlich gut. Kriegst sicherlich. Ja, ich klatsch ihm ins Gesicht. Silber, meine Wange. Silbertaler. Jetzt verpiss dich, meine Fresse, ey. Habt ihr Glück, dass ich die scheiß Rüstung trage? Okay. Komm, Ömer, wir gehen jetzt. Weichen zurück. Okay, ich merke mir aber dein Gesicht, ja? Ich merke mir dein Gesicht. Ja, du kannst mich mal am Arsch lecken. Viel Spaß. So, jetzt verpiss dich. Oh. Ömer, komm. Was ist denn los mit diesen Leuten hier? Ömer, du würfelst mir jetzt mal bitte eine Parade, denn einer möchte dir ein Bein stellen, wenn du an ihm vorbeirennst. Ist das so eine Art Ausweichen und direkt drüber hüpfen? Du kannst auch ausweichen, ansonsten ist es mit Beinarbeit und Standfest oder sowas, ist es ansonsten eine Parade, Raufen oder Ring, die damit dann eben erleichtert wäre, wenn du solche Sonderfertigkeiten hättest. Also ich habe eine 1 gewürfelt, das ist bei 4 Punkten erschwemmt durch Handgemenge, hüpft Ömer einfach drüber. Ja. Ganz elegant. Entschuldigung, wir müssen mal durch. Entschuldigung. Dann zerbricht zumindest kein Teriak. Derweil... Die sind sowieso Metallpullen. Kristall, nicht Metall. Kristall? Was? Das ist mir... Okay, egal, weiter. Kristall. So, schwarzer Ritter. Schwarzer Ritter. Was tun die anderen? Möchtet ihr noch Jalan irgendwie gut zureden? Oder? Also so langsam machen sich bei Jalan die Schuldgefühle bereit, zieht dann wieder seinen Helm auf, steigt dann auf das Pferd, die Lanze wird dann angereicht und dann die brennende Sonne brennt auf dich herunter. Du spürst wieder die Schmerzen in deiner Brust. Du spürst die Wärme des Heiltranks. Und wenn du nach oben blickst, nochmal in die Sonne schaust, Praios beobachtet dich, du fühlst dich ein bisschen schuldig. Was tun die anderen?